Heidi Klum, 49, hat bereits 4 Kinder. Über ein fünftes scheint sie sich selbst nicht ganz sicher zu sein, wie sie nun erneut verraten hat. Heidi Klum, ein Baby mit Tom Kaulitz? Immer wieder gibt es Schwangerschaftsgerüchte um Heidi Klum. Klar, die Model-Mama hat bereits 4 Kinder und ist mit ihrem Tom Kaulitz mehr als glücklich. Doch wird es wirklich ein fünftes Klum-Kind geben? Die 49-Jährige scheint die Antwort auf die Frage selbst nicht zu kennen. Mit ihrem Tom hat Heidi noch kein Kind, obwohl es bereits Thema gewesen sein soll. Und auch wenn das Paar schon darüber nachgedacht hat, wird Heidi dieses Jahr 50, die biologische Uhr tickt also. Dem ist sich auch Heidi bewusst, die vor wenigen Monaten zugab. Die 50 steht vor der Tür. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es. Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja. Auch Tom könnte sich vorstellen, Vater zu werden. Selbst einen Namen für eine mögliche Tochter hätte er schon. In der Jennifer Hudson Show kam Heidi nun erneut auf das Thema zu sprechen und enthüllte, dass ein weiteres Baby nicht außer Frage sei. Heidi Klum, Babywunsch sei tagesabhängig. Auf die Frage nach weiterem Zuwachs erklärte sie nämlich: Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Es kommt ganz auf den Tag an. Als Moderatorin Jennifer Hudson sich daraufhin als Babysitterin anbot, schien die Antwort für Heidi klar: Ja. Doch braucht es wirklich nur einen Babysitter, um Heidi von einem weiteren Kind zu überzeugen? Nicht ganz. Sie betonte: Ich habe jedes Mal 8 Monate gestillt und dann war ich wieder schwanger. Das ist ganz schön viel. Deswegen wolle diese Entscheidung gut überlegt sein. Und ihr Papa Günther Klum filmte jede einzelne Geburt. Ich weiß, das klingt vielleicht komisch, aber meine Eltern waren immer dabei, als ich meine Kinder zur Welt brachte, und ich wollte es dokumentiert haben, weil ich dachte, wenn sie es nicht sehen wollen, können sie es immer wegschmeißen. Aber wenigstens haben sie es. Oha, sollte Heidi ein fünftes Baby bekommen, so scheint dies mit einer Menge an Erwartungen verbunden zu sein.